Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich aus Gilde Nummer 1. It's Rumble Time! Oh mein Gott, wir kämpfen gegen die Blurns Ball All-Stars. Ja, wir führen momentan mit 38.750 zu 37.286. Es sind noch insgesamt 31 Minuten zu spielen. So wie das aussieht, sind die auch noch aktiv. Bedeutet, ich muss jetzt ran gegen die Blurns Ball All-Stars. Und ich muss jetzt nach Möglichkeit versuchen, so nah es geht, an die 1000 ranzukommen. Dann fangen wir jetzt mal gleich an mit einem Irac Lobster. Und mit Marmalade. So, dann haben wir als nächstes. Als nächstes machen wir die Snot Rocket. Das reicht jetzt erstmal, um da um den Bob wegzubekommen. Falls jetzt aber noch was anderes kommen soll, dann machen wir jetzt hier noch den Jealous Bobby. Und jetzt kann ich das wegskippen, weil da passiert jetzt nichts mehr. Da sind jetzt so viel Schaden vorne auf der 1. Das wird eine glatte 100. Jawoll. So, falls die Kamera. Die Kamera hat mich jetzt gerade mal wieder nicht. Ah, Kamera gibt mich gerade nicht mehr rein. Ah, jetzt. Jetzt hat sie mich wieder. Okay. Ja, aber ich gucke hier die meiste Zeit hier auf das Tablet und dann kriegt die mich manchmal nicht. So. Okay. Ihr kämpft, aber auch wir kämpfen. Wir haben jetzt 29 Minuten Zeit, diesen Vorsprung zu halten. Beziehungsweise, ja, zu halten. So. Automatik raus. Barris. So. Biegeschule. Wir fangen jetzt mit der Biegeschule an. Und ja, jetzt hätten wir die Snot Rocket. Snot Rocket macht nichts. Den Banding Schoolgrad. Snot Rocket. Ja, komm schon. Mach was. So. Jetzt muss ich mir natürlich irgendwas einfallen lassen. Ja, irgendwie leckt das hier mega übel. Oh, und dann hätten wir den Mr. Business da. Schade, dass der erst jetzt kommt. Aber ich kann mir jetzt Folgendes vorstellen. Wir können das hier machen. Da ich aber nicht weiß, was dabei rauskommt, machen wir jetzt erst einmal das hier. Und dann hoffe ich, dass ich möglichst schnell hier richtig guten Schaden mache. Jetzt komme ich mit Mr. Business. Ich werde den Mr. Business aber vermutlich jetzt nicht. Macht's mehr Sinn? Komm, wir machen's doch mit dem Roger. Komm. Auf geht's. Das Match tut jetzt ein bisschen weh hier. Aber das war jetzt ganz gut. Das war jetzt wirklich gut, dass der jetzt weg ist da vorne. Weil eine Karte, die weg ist, wird ja in der Punktewertung nicht mehr gezählt. Das heißt, 91 Punkte haben wir jetzt rausgeholt. Das war gar nicht mal so schlecht, dass die vorne weggeflogen ist. So. Guter Tipp. Manchmal auch einfach mal eine Karte kaputt gehen lassen, um möglichst viel noch aus dem Rumble-Ergebnis rauszuholen. Ne? So. Ist besser, als wenn eine Karte nur noch ein Leben hat oder so. Also es kommt drauf an, ob man sich's halt erlauben kann oder nicht. Ne? Jetzt kommen wir mit dem Peter. Mit dem Peter und dann haben wir hier ja 47 Schaden am Anfang durch Chicken Fight. Jetzt haben wir gleich noch mehr. Jetzt haben wir 57, 68 Schaden da vorne. Ja, und jetzt mache ich eigentlich gar nichts mehr, außer nur noch Karten rauszuziehen gegen Tickletron. Das dürfte eine glatte 100 werden. Oh,
Oh, habt ihr gesehen? Das war knapp. Habt ihr das gesehen? Es waren gerade mal nur drei drüber. So, Tickletron von den Blurnsball All-Stars mit einer glatten 100 gespatzt. Ja! So, das tut gut. Minuten haben wir noch. Oh ja, bei euch hört's auf der rechten Seite bewegt sich der Counter zum Glück nicht mehr. Oh. So, ich fange jetzt mal mit der Tom Landry Middle School an. Klar, der Bender ist jetzt nicht die beste Wahl, aber Mempida, dann habe ich auf jeden Fall genügend zusammen, um den Bobby platt zu kriegen. So, und jetzt haben wir gleich noch den Rogers Kleiderschrank noch mit dazu. Und jetzt passiert auch hier nichts mehr. Jetzt bauen wir das aus. Wir spielen jetzt so mit Mr. Business nebendran. Und dann kriegt der Mr. Business noch den Roger mit drauf. Und jetzt kann mal gar nichts mehr passieren. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Das Match ist gewonnen. Und zwar mit einer glatten 100. Soll ich den machen? Bürgerkriege? Ach komm. Wir machen die Klobberella! Ist ja egal, jetzt bei 15 Punkten oben. Aber komm, lassen wir die Klobberella auch mal ran. Die maskierte Lady. Yeah, man. Klobberella. So, noch sechs Stück sind offen. Und da auf der rechten Seite rührt sich momentan erstmal nichts mehr. Schauen wir mal. Sustain DX. Oh mein Gott. Fangen wir mit dem Stewie erstmal an, dann schauen wir erstmal, was passiert, ne? Autsch, Dr. Zoidberg. Komm, bevor da irgendwas Böses rauskommt, gehen wir gleich mit dem Xerxes, dem Falken ran. Und dann noch mit dem Irak Lobster. Jetzt ist schon mal der Dr. Zoidberg weg. Das war wichtig. Dr. Zoidberg muss raus. Der muss fort. Das ist keine schöne Karte. Also wenn sie auf meiner Seite irgendwann mal ist, freue ich mich drüber. Aber solange das nicht der Fall ist, bin ich froh, wenn das Ding beim Gegner erstmal nicht zum Zug kommt. Ja. So, dann haben wir hier noch den Cadetil. Und damit haben wir Stain, die X, Stain, die X. Bezwungen. Und das dürfte auch wieder eine glatte 100 werden. Ja, Mann. Nochmal eine 100. Geil. Hammer. Nice. So, schauen wir mal. Noch fünf Matches sind offen, immer noch 23 Minuten. Und wir bauen den Vorsprung weiter aus. Das Geile an diesem Match ist natürlich, das ist ein Revanche. Eine Revanche. Das ist ein Revanche-Match. Wir haben das erste Match gegen die Blurnsball All-Stars gehabt. Unser allererstes Rumble-Match war gegen die Blurnsball All-Stars. Und irgendwie, ah, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, ne? Aber ich mache jetzt lieber den Cupido, Bobby. Irgendwie waren im ersten Match nicht so viele aktiv gewesen. Dann haben wir knapp mit nur 200 Punkten Unterschied oder so dieses Match verloren. Oh, scheiße, dieses Match verloren. Und das hat dann natürlich sehr wehgetan. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit zu zeigen, was wir wirklich drauf haben. Art of War, Babysitter. Oder hier, Mama, komm, Mama, Karate, Stewie. Das reicht jetzt auf jeden Fall, um. Da oben, too bad gut, was? Ich hab das Match scheiße Dreck gegen Susanne verloren. Wo ist der? Sie war so scheiße. Oh, ich scheiße Arschloch, nee, Match hier verloren, ey, was ist das? Hä? Den Schlag habe ich aber auch nicht kommen sehen, ey. Na gut, also. Egal. Haben wir ein Match verloren, macht nix. Ist egal jetzt. Komm. Machen wir einfach weiter.
So, dann haben wir Mama Gold, Mama Gold, Mama Gold. Jetzt haben wir diverse Möglichkeiten hier mit dem Roger. Können wir jetzt hier den Mr. Business spielen. Dann haben wir Marmalade wieder am Start. Stewie. Ja, ich spiele jetzt erstmal in Stewie und dann schauen wir mal. Erstmal Stewie. Ja, der ist ja, das ist ja, das ist ja, also Mama Gold ist ja nicht wirklich gut. Ist nicht gut, Mama Gold. So. Ja. Damit haben wir eine glatte 100. So, wie viele haben wir denn jetzt noch offen? Drei Matches sind noch offen, immer noch 20 Minuten. Über 2K, das ist schon, ja, ist auf jeden Fall kein absolut sicherer Vorsprung. Ich weiß aber, dass sie im ersten Match ja auch nicht viel mehr jetzt hatten. Princess, soll ich mit Princess Little Pitties anfangen? Komm, wir machen das Ding jetzt so. Wir haben hier 35, da hätten wir 38. Wir fangen jetzt mit der Louise an, weil das jetzt einfach die beste Wahl ist. Bei den Karten, die jetzt aktuell zur Verfügung stehen. Wir spielen die Louise. Jetzt stelle ich fest, scheiße, funktioniert nicht. Also machen wir Princess Little Pitties, weil da oben die 6 und 5 Leben vom Steve Smith kriege ich nicht. Oh, mit was kommt denn der hier alles? Was ist denn das jetzt hier? Ne? Was hast denn du hier vor? Was? Machen wir erstmal in Stewie. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert. So, Stewie. Soll ich nicht kommen? Machen wir, haben wir noch ein Mäuerchen und haben noch 13-fach. So, Roger Sexy Shorts mit der Tina. Kommt die Arbeiterin Tina raus und dann haben wir Twisted Leth auch besiegt. Jawohl. 87. So. Minuten noch zu spielen. Und jetzt sind wir bei 2K Unterschied. So. Also, sehr, es wird immer unwahrscheinlicher, dass sie das noch rumdrehen. Konvex, zumal, wie gesagt, ich weiß ja, was sie, dass sie im ersten Match ja auch nicht viel mehr Aktive hatten. Wo sollen die jetzt von mir noch herkommen? So, Biegeschule, Bending School und dieser El Tornado muss da erstmal weg. Dann haben wir, oh, das ist natürlich auch eine geile Geschichte. Komm nochmal den Mr. Deliver. Sollte es ihm in irgendeiner Form gelingen, da jetzt echt nochmal nach vorne zu kommen, dann, aber das passiert jetzt nicht mehr. 27, 23 Leben, das Ding ist rum. Eine glatte 100! Ja. Wow. Also diesmal haben wir aber echt einiges weggeballert bis jetzt, mein lieber Scholli. Also, die Blurns Ball All-Stars haben wir bis jetzt noch nie besiegt. Noch nie. Noch nie. So. Umso überraschter bin ich natürlich jetzt, was jetzt hier passiert. Also die Blurns Ball All-Stars, das ist ja kein schlechtes Team. Die sind ja schon ziemlich stark. So, ich fange jetzt hier mit dem betrunkenen Peter an. Ich liebe diese Karte. Und bis jetzt war es auch immer so gewesen. Also hat es auch immer zuverlässig gearbeitet. Alles, was da auf der anderen Seite erschienen ist, war dann meistens dann doch relativ schnell wieder platt. So, dann haben wir hier die schlimme Tina. Da ist wieder dieser Daddy Gold. Okay, Daddy Gold. Was mal? Daddy Gold. Und dann haben wir hier jetzt noch. Ja, es ist ja egal, hat ja eh nur noch zwei Leben. So. Jo! Ja,
zwei 90-Punkte noch gegen Daddy Gold geholt. Ja, damit haben wir die Burns Ball All-Stars jetzt auch gespatzt. Das ist wirklich ziemlich überraschend, muss ich echt sagen. Ja, aktueller Stand. Gucken wir mal hier rein. Bei denen 45 aktive Daddy Gold, den ich da jetzt ein paar Mal hatte. Steht auch ganz da unten. So, und dann gucken wir bei uns mal schnell rein. Wie sieht's denn hier aus? Aktuell noch eine Viertelstunde zu spielen. Cuddly Werehog mit einer Sensational Perfect 1000. Dietronic 99, Updam 979. Dietronic auf Platz 2 mal wieder. Updam 979, Jesse R. 977 Chris, 976 Junkhead, 975 Robert, 968 Strommy, 959 der Pate, 955 The King, 953 Ricky, Spanish, 953 A, 949 Kings, 947 Topdas, 940 Amir Palang, 934 Homer J, 926 Dorina, 926 Exame, 925 Eat Fresh Food, 924 Just a Player, 908 Michael, Sonja, Teklis, Tippi Colada, Gecko Moria, Spider, Thomas Cookie, Henny, Lordado, Bounty, Gamer Guy, Jojo, Nutty Nate, Apokalyptica, Mimo, Edgar, Santos, Tularis, Enska, Oli, Z, Dennis, Brownie, Nervt, Manuel K, Jay Style, Herr gleich. Kommen noch ein paar Punkte drauf. Ein Match habe ich zwar verloren, aber macht denn nichts. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ulrike K. und Krankus auf Platz 46. So, damit hatten wir bis jetzt 46 Aktive. 14 Minuten sind noch zu spielen. Ja. Hammer. Mega krass. Also nur mal so für den Zwischenstand. Was die Matches anbelangt. Was haben wir bis jetzt geschafft? Blurns, da ist es. Blurns Ball All-Stars. Erstes Match verloren. Dann Chicken Fight besiegt. Cartoon Killers besiegt. Lunatics besiegt. Okay, gegen Snoo Snoo Dark Legion haben wir verloren. Aber es war auch jetzt nicht so mega krass verloren. Kronenberg World gewonnen. Besiegt. Die Blurns Ball All-Stars. Jetzt dann doch besiegt. Damit sind wir jetzt tatsächlich bei 1, 2, 3, 4, 5 gewonnenen Matches zu 2 verlorenen. Und es kommen nur noch 3. Also alles in allem eigentlich ein Hammer-Ergebnis. Wir stehen jetzt momentan auf 79, werden danach, so wie es aussieht, irgendwo auf Platz 57 landen. Ich bin begeistert. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Wir nehmen gleich, haut rein, macht gut, bis dann und tschüss.